Vortrag auf die katholische Universität der Stadt in der beiden Attentaten wird die radikal-islamische Sekte Boko Haram bei den sehr unglücklichen Indien sind wahrscheinlich fast 200 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden war das Schiff mit rund 200 Passagieren an Bord auf dem Fluss Dramatika im Bundesstaat Haram gesichert. Etwa 100 Menschen seien gerettet worden oder hätten sich selbst in Sicherheit bringen können. Die Rufe nach dem noch vermissten Wirkungsmittel der Kraft des Wirkungsmittels.